Ja, hallo meine Lieben. Ich dachte, ich tue jetzt vor dem Video, bevor ich das angucke, dranpacken. Ne, das kleine Kurzvideo hier. Ich kann euch leider den Preis nicht einblenden, weil momentan kostet der 369 Euro anstatt 149 Euro. Ich habe vergessen zu erwähnen, aber ich dachte, der Rabattcode ist für alle, aber irgendwie war da, ja, also ich hatte unheimlich Glück, dass ich für den Kalender wirklich nur 149 Euro bezahlt habe, ne? Wirklich. Ich habe auch noch mal geguckt, mir wurden auch nur 949 Euro abgezogen. Momentan könnt ihr den nur für 369. Ich hatte unheimlich Glück, ich hatte irgendeinen Rabattcode von 220 Euro. Fragt mich nicht, wie das zustande kam. Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Ja, momentan. Den kann man zwar auch bestellen, aber es gibt wohl Lieferschwierigkeiten, weil irgendwie die Nachfrage hoch ist. Und wahrscheinlich, weil die Nachfrage so hoch ist, ist er jetzt zu teuer. Guckt einfach mal, es geht ja erstmal richtig los. Immer mal zwischendurch, ob ihr mal wieder so einen riesen Rabattcode wie ich bekommen habt. Ich weiß nicht, wie der zustande kam. Keine Ahnung, dieser Rabattcode. Ich kann euch das nicht sagen. Ja, und ich denke, es wird keiner den von euch wird den keiner für 369 Euro bestellen. Ne? Ich glaube nicht, obwohl tolle Sachen drin sind. Ne? Ja, ich wollte es euch nur mal Bescheid geben, nicht, dass ihr euch nachher wundert. Ne? Guckt einfach immer zwischendurch, vielleicht bekommt ihr den auch mal so günstig wie ich. Ja, fragt mich nicht, wie das zustande kam. Ich bin immer noch geflasht, ich weiß es nicht, geschockt. So viel auf einmal, ne? Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich unboxe heute einen Adventskalender. Also bleibt dran, wenn du neu auf meinem Kanal bist. Und ja, hier ist wieder eure Hanni für meine Abonnenten, die mich schon länger verfolgen. Und wieder neu eingeschaltet haben zu einem neuen Video von mir. Ich unboxe heute von Banana Beauty den Adventskalender. Ja, es gibt von Banana Beauty den Adventskalender. Viele werden denken, was wollen die da reinpacken? Fünf Lippenstifte und den Rest, ja was? Ja, so dachte ich auch immer, als ich mir das so gedacht habe. Aber ich zeige euch mal, der Kalender kommt in Tüten. Na, die habe ich schon alle vor mir so hingestellt, der Reihenfolge nach. Aber der ist sowas von unkompakt, der Kalender. Der kommt in so einem großen Karton. Na, kann ich euch zeigen. Also da kann man safe vielleicht auch Weihnachtsschmuck und anderes aufbewahren. Dann ist hier so ein Dings drin, Santa Who. Na, Santa Who, Santa Wer. 24 Gifts of your favorite brands of for your beauty haben wir einmal enthalten. Banana Beauty ist hier mit drinne, ne? Steht auch alles hier oben. Also Banana Beauty ist hier mit drinne. Banana Beauty, wissen wir alle, enthält dekorative Kosmetik. Bekannt eigentlich durch die Vielzahl an Liquid Lipsticks. Und dann ging es ja hier los, dass sie rausgebracht haben: Eyeliner, Mascara, Blush, Highlighter und so weiter, ne? Das hat sich ja dann ein bisschen erweitert. Hello Body haben wir hier mit drin. Hello Body kennen wir auch alles. Eine hochwertige Pflegeprodukte-Reihe für den Körper, Gesicht. Ich weiß gar nicht, Haare auch. Ich bin mir nicht so sicher. Und Mermaid and Me haben wir hier drin. Mermaid and Me kennen wir auch. Das ist so eine Haarpflege-Kosmetik, ne? Und ja, ich stelle den mal wieder hier hinten hin, dann habt ihr den so im Blick. Die Box finde ich an sich toll, ne? Muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ich finde die jetzt nicht verkehrt, aber da kann man halt auch also Weihnachtsschmuck drin, ne? Kugeln und so. Ja, und bist du neu auf meinem Kanal und hast mich noch nicht abonniert? Ich würde mich richtig über ein Abo freuen. Kostenlos ist natürlich das Abo, ne? Wir haben bald die 1000 erreicht und ich freue mich so sehr. So, und ich würde sagen, wir schießen einmal los. Ach ja, was der Kalender kostet, blende ich euch mal hier ein. Das seht ihr hier, der war sehr teuer. Ja. Mein teuerster Adventskalender. Ich habe mir geschworen, ich unboxe mindestens einen Adventskalender, der über 100 Euro kostet. Aber ich meine, es sind alles hochwertige Marken. Es kommt in so Tütchen daher. Also wie gesagt, sehr unkompakt. Also ich wüsste nicht, wo ich den hinstellen sollte. Wahrscheinlich kann man so die Tüten so in der Box so ein bisschen drin verstauen. Also so reinstellen in eine Box. Haben so eine Tüte. Und die sind so mit Reißzwecken zu. Ne? Ich habe mir schon die Tüten hier der Reihe nach hingestellt, Reißzwecken entfernt, damit wir die Produkte so schnell wie möglich rausbekommen. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Das ist so pink, Korallpink, ne?
Und die Tüten sind alle unterschiedlich designt, das werdet ihr gleich sehen. So, wir fangen dann mit der 1 an, ne? Relativ groß. Und wir haben gleich von Hello Body ein Coco Day Detox Daily Face Cream. Aha, okay. Die haben auch Gesichtspflege. Ich dachte mal nur Körperpflege. Ey, das ist ein Riesenteil. Ey, wir haben hier bestimmt, mit Sicherheit haben wir hier Originalprodukte drin, überwiegend. Also ich glaube nicht, dass wir hier nicht keine Probegrößen drin haben werden. Ne? Wir werden sehen. Genau, eine Detox Daily Face Cream von Hello Body. Und Hello Body ist überwiegend nur mit Kokos. Ich bin mir nicht so sicher. Ne? Und es steht natürlich alles auf. Nein, es ist eine Feuchtigkeitscreme für Gesicht mit Süßmandel und Kokosöl für eine strahlend gesunde und weiche Haut den ganzen Tag. Auf jeden Fall. Locker, so los, unbefüllt, bin ich mir hundertprozentig sicher, ne? Weil hier geht viel rein in den Tüten, also ich denke schon, ne? Ach ja, die Nachfrage war groß, kommt ewig hier nicht weiter, ne? Viele haben mich gefragt, kannst du einen Link von deinem eBay-Account unten in die Infobox setzen? Ab dem Video werde ich es machen. Ich habe bei eBay noch nichts reingestellt, ich werde selbst befüllte Adventskalender reinstellen. Und vielleicht auch leere Boxen-Adventskalender ab Startangebot ab 1 Euro. Ne? Ihr werdet jetzt ab diesem Video immer einen Link unten finden von meinem eBay-Account. Den könnt ihr euch ja dann schon mal speichern, ne? Oder merken. Und ich glaube, wenn ihr euch das so speichert, kriegt ihr dann von eBay Bescheid, dass ich was reingestellt habe. Ne? Aber ich werde das auch nochmal in den Videos sagen, wenn was bei eBay zu ersteigern gibt. Ne? Und ich werde ja auch wieder mit Sicherheit ein Video abdrehen, von selbstbefüllter Adventskalender, was ich so reinpacke für eBay. Ne? Das könnt ihr euch dann angucken und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr für den Kalender was bieten wollt oder nicht. So, dann kommen wir zur 2. Ist jetzt wieder etwas kleiner und schmaler. Bad Ideas make the best memories. Go Bananas. Peel Me. Was haben wir hier drin? Ja. Bei Banana Beauty finde ich es immer so praktisch, die Verpackung kann man hier so aufreißen. Das werde ich jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß, ob das bei mir bleiben wird. Ne? Deswegen, ich kann die auch hier unten aufmachen. Haben wir einmal von Banana Beauty ein Lippenstift. Ne? Ja, hier steht leider nicht oben. Ein Long-Lasting Liquid Lipstick. Ein langanhaltender Flüssig-Lippenstift. Schütteln und auf die Lippen auftragen. Es ist eine... ja, die muss man wirklich schütteln, ne? Oh je. Okay, naja, man muss vielleicht ein bisschen nachstochern. Ja, so sieht es aus. Ich weiß jetzt nicht, die Farbe Karamelliter, ne? Könnt ihr sehen. Und das ist ein Nude-farbener Lippenstift. Ja, man soll die dünn auftragen, nicht zu dick. Und die halten lange. Die halten auch unter Mundschutz. Banana Beauty Lippenstifte halten sehr lange. Ja, ja, einen habe ich nämlich schon da. Ein von Banana, mein Gott, die kommt riesengroß, Leute. Oh, von Mermaid and Me haben wir jetzt Avo in Love Must Deeply Nourished Hair. Haben wir die Avo in Love Maske mit Avocado und Macadamia. Pflegt reichhaltig trockenes und strapaziertes Haar. Bye Bye Spliss Aloha repariertes Mermaid Haar. Anwendung nach dem Shampoo, Maske in die nassen, also in die nassen Längen auftragen, ab die Längen, ne? Und bis in die Haarspitzen verteilen und 5 Minuten einwirken lassen, mit Wasser ausspülen, für alle Haartypen und Farben geeignet, mindestens 1 bis 2 Mal pro Woche geeignet. Und das ist eine Originalgröße von 200 Milliliter, wie gesagt. Also ich denke, hier werden wir nur Originalgrößen. Hat noch ein Siegel oben, kann ich jetzt leider nichts riechen. Ich lasse es auch noch zu. Ich habe immer schon die Videos von Chiquita's Place gesehen, ne, von der lieben Nicole. Und das hat mich schon immer so ein bisschen angetan, die hat, ne, wie sie davon so erzählt hat. Würde die schon gerne ausprobieren wollen, die Haarpflegeprodukte. Hier haben wir wieder von Banana Beauty. You can always, always, vor allen Dingen always, always win. Was ist das? Wieder kann man wieder hier so aufziehen, ne? Aber das ist kein Lippenstift, so wie es aussieht. Das ist... Oh, jetzt habe ich das hier schon kaputt gemacht. Aha, es ist ein Nagellack. Passend zu dem Lippenstift gerade eben, ne?
Ein Nagellack in der Farbe Nude. Steht das auch hier oben? Ladylicious. Okay, passt zu dem Lippenstift, ne? Genau. In der 5. Shimmer Love, Cara Love, ein Shimmering Lip Balm von Hello Body, ein Shimmering Lip Balm. So. Okay. Kommt in so einer Tube daher, ne? Haben wir 15 Milliliter. Und ist mit so einem, ja, mit so einem zum Auftragen so einen abgeschrägten Applikator. Mal gucken. Ja, der ist einfach nur so transparent. Weiß nicht, ob da kleine Schimmerpartikel drin sind. Ob das bei mir bleibt, weiß ich nicht. Weil ich habe Lip Balms da und Shimmery und ich weiß nicht alles, was schießt mich dort. Schimmernder Lippenbalsam, der die Lippen unwiderstehlich voll erscheinen lässt und himmlisch weich pflegt. Mit köstlichem Karamell-Vanille-Duft. Das ist genau meins, Karamell-Vanille, ne? Also Nikolaus ist ja relativ schmal, ne? Let it glow, naja, was wird denn da wohl drin sein? Wenn wir Let it glow uns machen, sagen lassen, wieder von Banana Beauty, ein Highlighter. Ein Highlighter, oh, der bleibt. Ein Highlighter, da, ne? Und den kann man so hochdrehen. Ja, den swatchen wir mal, weil der bleibt ja eh bei mir. Ich finde den sehr dunkel, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Ein Shim Shim Shady nennt er sich. Die Namen sind ja auch spektakulär. So sieht er aus, ne? Ich finde den schon recht dunkel. Okay, aber wenn man den verblendet, denke ich, geht das durchaus klar. So, ne? Also so sieht er verblendet aus. Ja, kann man mal machen. Aber der ist doch recht dunkel. Ah, ich habe den jetzt schon benutzt. Hätte ich mal eher. War sie wieder total voreilig. Vielleicht ein bisschen besser sehen. Naja, gut. Dann kommen wir zur 7. Und die ist groß. In der 7. Oh, wahrscheinlich auch wieder eine Originalgröße. Hello Body Coco Fresh Detox Face Cleansing Form. Ich denke mal ein Gesichtsbalsam. Cleansing, Dingens, Bingens. Genieße eine milde, aber effektive Reinigung mit diesem cremigen Schaum für reine Haut am Morgen und Abend. Anwendung sanft in die feuchte Haut einmassieren und gründlich abwaschen. Oh, geil. Das probiere ich auch aus, ne? Und es nimmt immer so, ich nehme sowas immer gerne, was es so den Rest-Make-up-Schlons runternimmt. Die wird auf jeden Fall ausprobiert. Wahrscheinlich auch eine Originalgröße. 100 Milliliter haben wir hier drin. Werden wir gleich sehen. Und die ist groß, die Tüte, ne? Und ein Originalprodukt von Mermaid and Me. Claire Citrus Shampoo, clean and vitalisiert, Haar, 250 Milliliter. Claire Citrus Shampoo mit Grapefruit Extrakt, weißer Tonerde, reinigt die Kopfhaut tiefenwirksam, befreit sie von Schuppen und hinterlässt das Haar rein vitalisiert und frisch. Okay, wir wissen alle, wie man Shampoo, ne? Genau, benutzt. Okay, da bin ich auch sehr gespannt. Wir schnuppern mal dran. Ja, riecht sehr zitronig. Ich habe jetzt eigentlich mit Schuppen nicht so, aber ich meine, ja, ich will das trotzdem ausprobieren. Ich will gerne die Produkte von Mermaid and Me, möchte ich gerne alle ausprobieren. Da habe ich so Bock drauf. Damit muss ich mich von anderen Sachen trennen. Ne? Banana Beauty drin sein. Ah, siehst du, hat die recht gehabt. Eyeliner, aha, gut. Ein Eyeliner benutze ich nicht. Basic Bitch. Basic Bitch Eyeliner. Naja, da musste ich mich immer schon drüber amüsieren, wenn ich das irgendwo schon in anderen Videos gehört habe, wie der Eyeliner so heißt. Classic Long Lasting Ink Liner Basic Bitch. Ja, der wird weiter wandern. Ich benutze keinen Eyeliner. Mit dicker, idiotensicherer Spitze. Müsste ich eigentlich hinbekommen, bekomme ich aber trotzdem nicht hin. Ich habe Eyeliner da. Die reichen für mich. Dafür, dass ich die eh nicht benutze. Deswegen wird der weiter wandern. Das ist ein super teures Produkt. Banana Beauty ist wirklich sau teuer. Und wenn ich den jetzt hier für mich behalte und den nie ausprobiere, weil ich es nicht hinkriege, ist es so schade. Die ist wieder riesengroß. Naja, okay. Aber, wie gesagt, hochwertige Produkte. Hello Body, Coco Wow,
French Pink Clay Mattifying Fame Face Mask. 56 Gramm. Hier haben wir eine Maske in so einem Tiegelchen. Ich benutze so eine großen Masken nicht, weil die wären ewig nicht alle. Ne? In so einem großen Tiegel. Ja, soll machen. Gesichtsmaske für eine porentiefe Reinigung enthält Pink Clay in Kaloin, weiche Schadstoffe und überschüssige Hautfett absorbieren. Hinterlässt einen glatten und mattierten Tag. Ja gut, ich mag es zu glowen. Ich mag Glow. So matt bin ich nicht so Fan von. Deswegen, ich denke, dass ich die weitergeben werde, in einer dicken Schicht auftragen und die Inhaltsstoffe zu aktivieren. Und für 7 bis 10 Minuten den Wow-Effekt spüren, anschließend sorgfältig abspülen, 1 bis 3 Mal pro Woche nach der Reinigung. Ja, ja, ne? 11. Schnapszahl haben wir. Wieder was von Manana Beauty. Base and Top Coat. Ach, du ahnst es nicht. Ultra Gloss Base and Top Coat. Ultra glänzender Unter- und Überlack. Gut, der wird weiter wandern. Benutze ich nicht, weil ich habe einen Nagellack immer nur einen Tag lang oben. Und dann kommt der wieder runter, weil auf Arbeit bringt mir auch der beste Topcoat nichts. Ja, ne? Einfach ein für unten. Nee, Quatsch. Über die kann ich mir rechnen. Halbzeit. Große Packung. Und dann steht hier oben Happy Holidays. Ja, da kann man schon mal langsam in die Weihnachtsferien gehen. Von Mermaid and Me. Raw Coconut Conditioner. Genau. Conditioner, riesengroße Größe, 200 Milliliter. Conditioner mit Kokosnusswasser ermöglicht leichtes Bürsten nach der Haarwäsche und hinterlässt das Haar wunderbar geschmeidig gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Ne? Nach Verwendung des Raw Coconut Shampoos den Conditioner gleichmäßig in die nassen Längen eintragen, nicht auf die Kopfhaut, ab den Längen. Spitzen auftragen und einmassieren, kurz einwirken lassen, kann man wirklich nur 1-2 Minuten und dann halt gründlich ausspülen, ist für alle Haartypen und Farben geeignet. Ich meine Haare wasche in der 3-10. Es ist doch hoffentlich kein Unglücksprodukt drin, ne? Haben wir wieder was von Banana Beauty Velvet Lip Mousse. Okay. Velvet Lip Mousse mit samtweicher Textur. Oh, schön. Oh, ist ja nicht so, dass ich schon genug rote Lippenstifte da habe. Aber ich denke, der wird bei mir bleiben. Den werde ich ausprobieren von Banana Beauty, ne? Oh, und die riecht so süß. Guck mal, das sieht so toll aus. Oh ja, oh ja. Okay, der bleibt, der wird ausprobiert. Oh ja, sehr schön. Nur noch 10 Tage bis Heiligabend. Haben wir wieder von Hello Body 2% Hyaluron Hydration and Plumping Booster. Na? Mit so einer Pipette kommt es daher, transparent. Hello Body, hochkonzentrierter Booster mit 2% Hyaluronsäure, welcher eine intensive Feuchtigkeitsversorgung bietet und feine Trockenheitsfältchen reduziert. Richtig geil. Für eine pralle Haut wird bleiter, Baby, du bleibst. Anwendung, einige Tropfen auf das gereinigte Gesicht und Hals auftragen, anschließend eine Feuchtigkeitscreme verwenden. Genau, ne? Wie so ein Serum, was man denn halt vor der Pflege aufträgt, vor der Creme, Nachtcreme oder Tagescreme. Ja. Dann kann man das schön mit der Pipette hier dosieren. Riecht natürlich neutral, ne? 15 Milliliter haben wir hier im Kalender. Ich finde den toll. Also ihr habt hier Originalgrößen und ihr kommt auf eure Kosten, wenn ihr wirklich, ja, Qualität mögt. Na gut, ich weiß nicht, ob die qualitativ gut sind, aber man denkt immer, was so teuer ist, ne? Ja, aber ich denke schon, Hello Body ist gut. Also Mermaid and Me weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Banana Beauty ist auch gut, ne? Da sind wir uns alle einig. Shine On Heat and Shine Spray, Shiny Hair. Das Shine On Heat and Shine Spray mit Hibiskus ist nicht nur das perfekte Hitzeschutz. Geil, das Hitzeschutzspray ist immer gut. Mit bis zu 210, es sorgt auch für Glätte, Geschmeidigkeit und den absoluten Mermaid-Glanz. Vor Gebrauch gut schütteln, das ist klar.
Spray gleichmäßig ins Handtuch trockene Haar oder trockene Haar sprühen und wie gewohnt stylen, für alle Haartypen und Farben geeignet. Habe ich schon gesagt, 100 Milliliter. Das probiere ich aus, weil jetzt im Sommer tue ich wieder immer sehr viel meine, im Sommer, Herbst, Winter rum, Frühjahr meine Haare föhnen. Mache ich im Sommer nicht und dann benutze ich immer gerne ein Hitzeschutzspray. Auf jeden Fall sein. Nein, von Hello Body. Rose SOS Spot Treatment. Okay. Ne? Gucken wir mal. Auf jeden Fall was mit Rose. So. Es ist ein Anwendung nach der Reinigung ein bis zweimal täglich auf Hautunreinheiten auftragen. Ah, ein Antipickelmittel, das effektiv hilft, Unreinheiten zu bekämpfen und Rötungen kaschiert. Wird weiter wandern, sowas brauche ich nicht. Ich habe selten mal einen Pickel und ich habe auch keine Rötung im Gesicht. Deswegen wird dieses Produkt weiter wandern, ne? Okay. Aber ja. Von Banana Beauty. Es könnte wieder ein Nagellack sein. Oh, ich will die Vaseline im Mund machen. Schon wieder? Naja, es weicht sich so ein bisschen ab. Ne, guck mal, aber das ist ja fast so ähnlich. Ja gut, muss man das jetzt so reinmachen, so ähnlich? Also einer bleibt und einer wird weiter wandern. Ne? Mal gucken, vielleicht ist hier noch eine andere, schönere Farbe drin. Und zwar ist das die Farbe Nana Naked. Ne? Ist auch so nude. Ja, ist so ähnlich. 18 haben wir. Wieder was von Mermaid and Me. Coconut Bay Haaröl, ne? Das Coconut Bay Haaröl mit Kokosöl versorgt das Haar mit viel Feuchtigkeit und sagt Bye-bye zu blissigen Spitzen. Aloha, gesundes und gepflegtes Mermaid-Haar. Anwendung ein bis zwei Tropfen Öl gleichmäßig in den trockenen Haarspitzen verteilen und einarbeiten. Haare wie gewohnt stylen. Ja, das werde ich auch ausprobieren. Ich werde mal, wenn ich hier die Mermaid in Me Produkte irgendwann mal fertig habe, extra nur ein Aufgebraucht-Video mal machen von Mermaid and Me. Ne? Und dann halte ich euch auf dem Laufenden, was die Sachen. Ich denke mal, wann, oder ich werde so eine Revue machen. Ich werde die Produkte schon mal ausprobieren auf längeren Zeitraum. Und dann werde ich mal zwischendurch mal so ein Video machen, was die Sachen so gemacht haben. Ne? Mal gucken, ob ich das mache. Genau. Haben wir ein Haaröl? Ne? Ist auch in so einer Pipette, ist so ein Glasflakon. 30 Milliliter, ich denke, es ist auch eine Originalgröße. Und das riecht so toll. Oh, 19 haben wir. Könnte wieder was von Banana Beauty drin sein, ich hatte wieder recht, ne? Lip Butter. Eine Lip Butter, eine Lip Butter. Pflegende, getönte Lippenbutter. So. Okay, das, der ist so. Ja? Ja, und dann kann man den so hochdrehen. Es ist wieder so ein Nude. 20. Jetzt sind wir schon im Zweierbereich. Nur noch 4 Tage bis Heiligabend. Haben wir wieder von Mermaid and Me Warm Breeze Quick Glow Dry Spray. Das ist ein, das Warm Breeze Quick Glow Dry Spray. Oh Gott, das würde mit Papaya-Extrakt verkürzt die Föhnzeit. Ach, gucke an. Verleiht dem Haar Geschmeidigkeit und Griffigkeit und schenkt dir mehr Zeit für dich. Okay. Anwendung vor Gebrauch schütteln, Spray nach der Haarwäsche, gleichmäßig in die nassen oder handtuchtrockenen Haare sprühen und trocken föhnen. Haare wie gewohnt stylen. Für alle Haartypen und Farben geeignet vor Hitze, heißen Oberflächen, offen Flammen und direkter Sonnenstrahl. Okay, interessantes Produkt. Ne? Auch wieder 120 Milliliter. 20 haben wir. Wieder was von Banana Beauty. Und es ist wieder ein
Ich gehe von aus, transparent Nail Polish mit Goldglitterpartikel. Oh. Oh. Der ist ja mal richtig geil. Aber ich habe schon so einen da. Oder? Naja, ich habe den von Sephora. Das ist die Farbe Sparkly. Naja, klar. Von Sephora. Aber ich denke, dass der bei mir bleiben wird. Sind Weil der Tüte. von. Guckt euch das mal an, ey. Oh, Wahnsinn. Oh. Hilfe, Polizei. Wild Hibiscus Clay Mask, Clean Scalp, Shiny Hair. Eine Haarmaske gehe ich von aus. 200 Milliliter Aloha glänzende Mehmert Haar. Mehmert Haar. Sorry. Anwendung vor der Haarwäsche: die Hair Sculpt Clay Mask auf die trockene Kopfhaut auftragen und bis in die Haarspitzen verteilen. Mindestens 5 Minuten, 15 Minuten relaxen, dann gründlich mit Shampoo auswaschen. Für alle Haartypen ein- bis zweimal die Woche pro Woche geeignet. Das ist mal ein interessantes Produkt. Sowas habe ich, kenne ich ja noch gar nicht. Dass man denn vor der Haarwäsche so eine Maske aufträgt. Mega geil. Kann ich leider auch nichts riechen, ne? Knapp 150 Tacken für den Kalender. Hier hast du nur Originalgrößen, hochwertige Produkte, Marken. Ja, haben in der 23, Mensch, hier, ne? Ein Tag vor Heiligabend haben wir von Hello Body, Clara Look, Illuminating Eye Cream 15 Gramm. Diese Augencreme bringt deine Augen sanft zum Strahlen, morgens mit dem Ringfinger vorsichtig auf die Augenpartie tupfen. Ich brauche was gegen Trockenheitsfältchen unter meinen Augen. Deswegen, ich denke, dass ich das weitergeben werde, weil das ist für mich nicht das richtige Produkt. Das ist wirklich, damit du wacher aussiehst, damit du ein bisschen strahlst, ne? Und ja, es kommt in so einem Glastiegel daher. Ist natürlich auch, ne? Ich denke, dass die weiter wandern wird. Weil, wie gesagt, ich brauche welche für Trockenheitsfältchen. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Richtige für mich. Nee. Ne? Ja. Die ist klein und das ist eine helle Schachtel. Und dann steht hier oben Ho, ho, ho. Na, jetzt bin ich ja mal richtig gespannt. Was haben wir denn hier drin? Kann ja nur von Banana Beauty sein. Und was haben wir hier? Den Volumen-Mascara. Ja, der bleibt denn natürlich, ne? Es ist ja nicht so, dass ich schon genug Mascara im Backup habe. Aber der bleibt safe bei mir. Volumen-Up. Volumen-Mascara. Mascara vor Extreme. Was steht hier? Für volle und voluminöse Wimpern. Und wir haben hier 10 Milliliter, es ist ein großer, matt schwarz, ne, die Umverpackung. Wir gucken uns jetzt das Bürstchen an. Silikonbürstchen. Ist das Silikon? Ja, ich denke ja, Silikonbürstchen oder Kunstharbürstchen. Es könnte so eine Mischung sein. Es ist so eine Mischung aus Silikon und Kunsthaar, denke ich. Ja, so ganz Silikon ist es auch nicht. Ne? In der Mitte wird es immer schmaler und hinten und vorne wird es ein bisschen dicker. So, ja. Und riecht neutral. Ich bin gespannt, Leute. Ich finde den Kalender toll. Wirklich. Ihr habt hier Originalgrößen drin. Ihr kommt hier auf eure Kosten, wirklich. Ich muss wirklich sagen, für mich der beste Kalender, den ich unboxed habe. Ne? Und wenn ich das jetzt alles hochrechnen würde, was die Produkte so kosten würde, das würde wahrscheinlich den Wert übersteigen von 149 Euro oder so. Deswegen, ich finde den toll. Ich werde Produkte austesten von Melmet & Me und von Hello Body. Ne? Inwiefern ich es schaffen werde. Ich weiß es noch nicht, ich will ja so vieles andere aus. Von einem Asam Beauty wollte ich eigentlich auch noch, ja. Ich weiß
Ich werde mich von anderen Sachen trennen müssen, die mir eigentlich ins Backup gepackt. Das wird wohl passieren. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Würdet ihr euch den bestellen? Ich finde den auch besser wie den Amazon Beauty Adventskalender. Also viele haben mir schon drunter geschrieben bei Amazon Beauty, die finden den dieses Jahr nicht so toll. Ne? Vielleicht ist der hier was für euch, wenn mal der Amazon Beauty Adventskalender nichts für euch ist. Das wird dann auch ja, gleich der aktuellste Upload sein, gehe ich von aus. Genau. Und ja, ihr Lieben, eure Meinung ist gefragt, ne? Dann bin ich sehr gespannt. Hat dir dieses Video gefallen? Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Ganz viel. Hier zum Schluss blende ich euch ein. Meine Playlist von den ganzen Adventskalender-Unboxings jetzt von 21. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Hier unten siehst du den aktuellsten Upload, ne? Amazon Beauty Adventskalender. Und mal gucken, noch ein Videovorschlag. Mal gucken, was, ne? Es war mir heute wieder ein sehr schönes Fest, auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüssi, eure Hanni.